Einen wunderschönen guten Tag hier zum neuen Video. Und heute gibt es ein Highlight. Und zwar ein wirklich riesiges Böller-Sortiment von Keller. Die riesen Böller-Parade. Hier drinnen halt sind auch noch ältere Böller. Da erkennt man hier Super Böller A mit alten Warnzeichen zum Beispiel. Genauso wie die Frösche. Wie alt genau die Böller sind, weiß ich jetzt nicht. Ich gucke einfach gleich mal rein, die Verarbeitung ist. Bin sehr gespannt. Aber wirklich, das Set ist riesig. Wir haben jede Größe hier zweimal vorhanden. Außer den Super Böller 1. Ach nee, Quatsch, der ist ja hier in der Packung drin. Wir haben zweimal Pyro Cracker, zweimal A Böller, zweimal B Böller, zweimal C Böller, zweimal D Böller, zweimal Super Böller A und zweimal Super Böller B. Zweimal Knallfrösche und zweimal Radkopfknaller. Also wenn das nicht ein riesen Böllerbeutel ist, weiß ich es auch nicht. Schauen wir uns noch hinten an. Also das Paket wiegt auch einiges. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie die Böller hier drin aussehen. Ich öffne das jetzt schnell und dann schauen wir uns die Böller an. Bis gleich. Ich habe alle Packungen jetzt mal hier befreit und alle schon ein bisschen geöffnet, damit wir den zeitlichen Rahmen nicht sprengen. Sonst geht das Video im Endeffekt total lange. Fangen wir mit den Pyro Crackern. NER-Angabe ist hier nicht vorhanden. Böller sind nämlich doch etwas älter, was ich sehr gut finde. Wie auch schon vermutet. So sieht einer aus. Vorne gestopft. Hinten zugeklebt. Schöne Wandung. Frosch B. Zwei Packungen auch enthalten, also von allen ist hier zwei, alles zweimal enthalten. Ich glaube, so einen großen Böllerbeutel hatte ich noch nie, zumindest nicht mit älteren Böllern. Wirklich sehr kleine Knallfrosche, aber vielleicht hüpfen die ja noch ein bisschen. Dann Reibkopfnadel nach harzer Art, 20 Stück in der Schachtel. Orange Reibfläche. Sehen eigentlich nicht so viel anders aus wie aktuelle. Der Abeller. Der sieht auch noch sehr schön aus. Vorne gestoppt. Hinten auch zugeklebt. Dann der B-Beller. Die Wandung hinten gefällt mir sehr gut, schön dick und vorne natürlich auch noch gestopft. So, dann kommen wir zu den größeren Kalibern. Hier zuerst der China Böller C. Vorne gestopft, sehr hart und hinten eine richtig schön dicke Wandung noch, zugeklebt. Top-Produkt. Dann der D-Böller, der sieht auch sehr gut aus. Vorne gestopft, hinten auch und auch steinhart. Das Highlight hier für mich, diese schöne Schachtel, Super Böller A. Hatte ich noch nie diese Schachteln und die Böller können sich auch sehen lassen. Sind hier lose drin eingepackt. Natürlich sind die jetzt echt besonders sauber. Vorne auch gestopft, hinten auch. Ich freue mich schon, die Dinger zu zünden. Und zum Abschluss noch der Super Böller B. Ich zeige jetzt einfach nochmal den Böller noch. Der sieht genauso aus, vorne gestopft und hinten auch und gepunktet mit Special Effekt hier. Ich bin gespannt, wie laut die sind und ob sie noch ein bisschen schnipseln. Das seht ihr gleich. Und jetzt viel Spaß bei der Zündung. Der Test beginnt. Zuerst der ältere Knallfrosch. Guck mal, ob der noch ein bisschen springt. Ja, dann machen wir dann nochmal einen zweiten. Ja, dann machen wir dann nochmal einen dritten. Top Produkt. Hoffentlich gehen die Böller gleich besser. Ah! Naja, war gut. Weiter geht's mit den Reibkopfböllern.
Naja. Cool Cracker. Ja, ich hab wenigstens noch ein bisschen geschnipselt. Aberla. Schnipsel auch, aber nicht besonders laut. Der war gut. China Ballard C. Hoffentlich schnitzelt der noch ein bisschen. Jo, der hat's gut zerlegt. Der D-Baller. War gut. Der Super A aus der Pappschachtel. Auch gut. Und zum Abschluss der Super B. Wir haben eine schöne leise Lunte noch, herrlich. Leider nur gepufft.